In der heutigen Ausgabe von Frequent Traveler Weekend Update geht es um die Lufthansa oder aber auch um die Austrian und auch um andere Fluggesellschaften, auch um eine Neuigkeit aus der Welt der Meilenpunkt und Status in der Hotellerie. Was ist passiert? Die Lufthansa-Gruppe hat sich dazu bekannt, dass man die 777 weiter haben möchte. Man hat auch andere Flugzeugtypen, die 321 XLR zum Beispiel ins Auge fassen, die 350er, 900er möchte man ins Auge fassen, die Business Class Bestuhlung nimmt man in Augenschein, indem man diese vielleicht reduziert. Da gebe ich euch auch ein paar Insights. Die Austrian Airlines hat die zweite 767, die Ölax, in Rente geschickt. Die wird Kopf kürzer gemacht, also verschrottet, wenn ich das richtig gelesen habe. Dafür bleiben dann noch vier. Eine geht dieses Jahr auch noch in Rente. Dann Ausgangssperren sind in Kraft. Viele Passagiere haben halt in der Tat immer noch das Problem, dass wenn man früh morgens losfliegt oder spät abends ankommt, dass man dann nicht vor der Curfew oder vor der Ausgangssperre nach Hause kommt. Insofern hat die Bundesregierung aber da gesagt, wir schaffen keine Abhilfe. Ansonsten gibt es noch weitere Themen, die ich jetzt in der heutigen Folge für euch, in der Folge 18 im Weekend Update in Augenschein nehme, aber wartet bis nach dem Intro. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Ihr wisst ja an dieser Stelle immer Daumen hoch, Daumen runter, aber zumindest das Subscribe solltet ihr da lassen. Ihr helft damit, da kommen wir vielleicht über 1000 bald. Der Mai macht alles neu, also 1000 ist das Ziel Ende Mai. Sind nicht mehr viele, also wir sind bei 960, 62. Also sollten wir das doch schaffen mit eurer Hilfe. Danke dafür. Lass uns ins erste Thema einsteigen. Ich habe es schon gesagt, die Lufthansa hat bekannt gegeben, dass man die Business Class reduzieren möchte zugunsten der Premium Economy. In den 350-900ern gibt es ja schon zwei Konfigurationen. Heißt also, dass man einmal die 48 Sitze auf 36 reduzieren möchte zugunsten einer größeren Premium Economy oder Economy Class. Das wurde an der Jahrespressekonferenz, war ich fast gesagt, das ist bei der bei den Quartalszahlen, so ist es richtig, von Carsten Spohr gesagt worden. Er sagt, es wird eine kleinere Business-Class-Abteil geben, um größere Premium-Economy-Abteile, wovon er immer spricht, zu ermöglichen. Warum das Ganze? Premium-Economy, da macht die Lufthansa wesentlich mehr Umsatz mit pro Quadratmeter. Das heißt also, die Business-Class ist für sie wesentlich teurer. Auch die nächste Sache, die wird spannend sein, finde ich, dass wenn man die Konfiguration sich anschaut, es gibt ja eh schon zwei Konfigurationen beim A350-900, einmal mit 48 Sitzen in der Business Class, 21 in der Premium Economy und 224 in der Economy. Und dann gibt es die andere Variante, die nur 36 hat, 21 Sitze in der Premium Economy und da sind 262 Economy-Sitze, die in der A350 Platz haben, also in der 900er. Und die 26 verbleibenden, die noch ausgeliefert werden müssen, kann man daran anpassen. Also da ist noch nicht die Entscheidung getroffen, heißt also 36 Business-Sitze. Zu der Geschichte, dass man die First Class einbauen möchte, da gab es dann nicht so viele Informationen, aber man sagte ganz einfach, die Business Class muss einfach schrumpfen, weil man davon ausgeht, dass das Business Travel Segment nicht sich so stark erholt, auch wenn man Zeichen sieht der Erholung und man hofft auch ganz stark auf die Nordamerika-Strecken. Also insofern müsste man da einfach mal schauen und man sagt einfach, dass die Erholung jetzt, die ersten Zahlen waren ja 23, dann das 24. Jetzt ist es mittlerweile bis Mitte 25, also 2025, wo 90% des Reiseverkehrs in der Business Class zurückkommen sollen, wie vor Corona-Zeiten als Basis. Und ganz spannend ist auch, dass die Lufthansa im Sommer wieder mit den 747 nach Nordamerika fliegen will. Es wurde gesagt, Los Angeles, San Francisco, Chicago und New York. Ehrlicherweise, Chicago, New York halte ich für wahrscheinlicher, weil ich schon bei einigen Kunden bei uns auch Stornierungen gesehen habe, gerade auf den Segmenten nach Los Angeles. Also das heißt, dass da eventuell die 350 doch länger bleibt, als man das glaubt. Es sollen auch 747-8er und 400er vielleicht zurück in den Service kommen. Das wäre eine super Geschichte, weil damit würde man die Sitzplätze, die es gibt, mit in der First Class bei der Lufthansa erhöhen, weil im Moment fliegen ja wirklich nur 747-8er, die eine First Class haben. Ihr wisst ja noch alle aus den anderen Folgen, dass die 340-600er sind tot, die 380er, die schwarzen Pfeifens vom Dach, die ist auch
leider. Also kommt nicht wieder. Ich finde es persönlich schade. Ein bisschen Hoffnung bleibt immer noch, weil es nicht wirklich offiziell gesagt worden ist. British Airways hat ja gesagt, dass sie die 380er zurückbringen wollen, sogar noch relativ schnell. Ich glaube, Juni war die Maßgabe. Qantas hat ja auch die Interior in der Business Class verbessert und hat da also Geld in die Hand genommen und sagt, die wollen auch noch fliegen. Emirates brauche ich gar nicht drüber reden, weil die haben ja über 100 Stück und die sind ja quasi mit dem Ding ja so verbunden, dass sie da keinen Ersatz bekommen können. Heißt also, insofern schauen wir einfach mal. Ich hoffe persönlich, dass das Nordamerika-Geschäft, was für Lufthansa das Brot- und Butter-Geschäft ist, wieder anzieht und dass damit dann Gewinne eingefahren werden können, beziehungsweise Umsätze eingefahren werden können und die 747 zumindest dann mit einer First Class wieder nach Nordamerika fliegt. Das wäre super. Dann geht es weiter bei der Flottenplanung mit der Lufthansa. Die haben ja die 747, Entschuldigung, die 777X. So viel über die 747 gerade geträumt, zumal ich ja auch wieder bald einen Flug mit der 747 habe nach Sao Paulo mit der Swiss, allerdings dann vorher nochmal nach Buenos Aires mit der 747. Also jetzt aber 777X. Und die 777X verspätet sich. Das ist auf den ersten Blick natürlich, wo man sagt, ja, die haben bei Boeing echte Probleme. Und ich gehe auch gleich nochmal auf die 737er ein. Und die 777X, die hat ja Probleme gehabt mit der Cargotür zum Beispiel und solche Sachen. Da würde ich ganz ehrlich sagen, da hat die Lufthansa eine kluge Geschichte gefunden. Die haben gesagt, hey, das Gute an der Geschichte ist ganz einfach, dass die 777 zu spät kommen. Weil damit kann man jetzt einfach nochmal, ja, das Flugzeug optimieren und auch zu einem Zeitpunkt kommen, wo man es braucht. Weil im Moment würde man die 777 nicht brauchen. Die 777 würde ja auch genau die angesprochenen 340-600er ersetzen können. Die 787er würden das ersetzen. Die kommen ja auch schon nächstes Jahr, die ersten. Und damit wäre das in meinen Augen auch eine coole Geschichte. Und da muss man halt einfach schauen. Dann, wenn wir uns das mal Hinge anschauen. Übrigens ein Hinweis noch, Lufthansa hat gesagt, wir stehen zu unserer 777X-Order, also nur einfach das dazu. Cathay Pacific fällt mir gerade ein, hat übrigens ihre 777 storniert, wollen sie gar nicht mehr haben. Ich weiß gar nicht, wie viele die gehabt haben, kann ich ehrlicherweise, ich habe es nicht mehr im Kopf, waren nicht viele, waren 6, glaube ich, 7 oder sowas, also sowas in der Richtung. Deshalb muss man da schauen. Dann das nächste ist bei der Boeing 737 MAX. So viele Modelle, ich werde schon ganz bescheuert. Also auf jeden Fall die 737 MAX, so jetzt konkret. Da gibt es ja Probleme mit der Elektrik und die Elektrik muss ausgetauscht werden. Man hat also auch die Auslieferungen, die eigentlich stattfinden sollten ab heute, ab 1. Mai, hat man gestoppt. Weil jedes Flugzeug repariert werden muss. Da müssen Teile ausgetauscht werden und 71 in den USA zugelassene Flugzeuge müssen auch nachgebessert werden von Boeing. Und das dauert pro Flugzeug fast einen Tag, also circa 24 Stunden. Und dann könnt ihr euch ausrechnen, wenn ihr 400 Flugzeuge habt, da seid ihr echt beschäftigt, bis ihr das gemacht habt. Also insofern, das ist ein echtes Problem. Und dann nochmal die Flugzeuge, die nicht ausgeliefert worden sind. Riesen Thema bei Boeing. Ich glaube, dass das gut ist, dass das Thema jetzt angegangen wird und die 737 MAX damit dann vielleicht wirklich in der Luft sein kann und auch dann sicher fliegt. Gibt aber auch gute Nachrichten. Einmal von den Freunden von JetBlue. Die haben eine 321LR abgenommen. Die 321LR hat die Airspace-Kabine. Heißt also wesentlich besseres Raumgefühl. Und vor allem, was ich persönlich sehr cool finde, diese Semi-Suiten am Anfang, würde ich sie jetzt mal nennen. Das heißt also, man hat eine Business Class, die im Herringbone, also so wie die Fischgräten sind. Und die ist schon top. Also wenn man damit über den Atlantik fliegen kann, das finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Und eine richtige Alternative, weil damit halt auch Strecken möglich sind, die normalerweise sonst nicht angeflogen werden können, weil es da nicht genug Umsatz gibt, beziehungsweise genug Kunden gibt. Heißt also, so gibt es halt Möglichkeiten für Fluggesellschaften wie JetBlue da in den Markt reinzugehen. Wir werden sehen, ich glaube Boston, New York, dann rüber nach London Gatwick, da haben sie, glaube ich, Slots gekriegt und in London Heathrow haben sie Slots gekriegt. Also da wird was passieren. Das wird ein interessanter und spannender Kandidat mit der Mint-Kabine. Usbekistan Airlines zum Beispiel haben ja auch Interesse bekundet an neuen Flugzeugen, weil sie eine Billig-Airline machen wollen. Die haben die 321LR auch gekauft.
Dann hatten wir noch das Thema, was vielleicht nur für uns, die wir Airline-Fetischisten sind, interessiert. Der CEO von Avianca geht zu Scandinavian Airlines, Anko van der Werf. Der hat gesagt, hey, ich fange an bei der SAS und er räumt seinen Posten Mitte Juli, um dann bei der Scandinavian Airlines anzufangen. Schauen wir einfach mal, wie es da wird. Avianca ist ja ein spezieller Kandidat. Die sind ja auch im Chapter 11 noch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und bei der SAS sieht es ja auch im Moment nicht so rosig aus. Die haben ja auch bei der Lufthansa zum Beispiel angefragt, hey, wollt ihr uns nicht kaufen oder so? Und Lufthansa, nee, lass mal. Also insofern da interessante Möglichkeiten. Mal sehen, ob das für SAS Eurobonus oder aber auch was für die Flottenplanung mit sich bringt, was wir noch nicht absehen können. Also insofern nimmt übrigens noch an der Promotion teil, die ja April, Mai und Juni gilt. April ist ja vorbei, deshalb habt ihr noch 2 Monate, wo ihr wirklich mit 12 Segmenten den Starlines Goldstatus holen wollt bei Eurobonus. Da habe ich ja ein Video zu gemacht, werde das mal oben irgendwo verlinken. Dann gibt es noch eine Nachricht, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Und zwar kam die aus dem Top Hotel Journal. Die haben gesagt, GHA, das ist die Global Hotel Alliance. Kempinski ist da zum Beispiel mit dabei. Die sind erweitert worden und die haben sich um die spanische NH Hotel Gruppe erweitert. Das heißt also NH Hotel, NH Collection und NH. Was ich spannend finde, ist bei GHA, die haben ja mit Anantara und so weiter relativ hochpreisige Hotels, dass sie sich nach unten hin abrunden, sind damit unter den Top 10 der Hotel-Loyalitätsprogramme. Es ist kein Capital oder irgendwas Swap, soweit ich das gesehen habe. Es ist wirklich nur, dass man das Loyalitätsprogramm von NH Hotels mit dem von GHA kombiniert, was eine spannende Geschichte macht. Ihr kennt das ja, die ihr zum Beispiel eine Centurion-Karte von American Express habt oder eine Platin-Karte. Da gibt es ja Status bei GHA. Mit 900 Hotels zusammengefasst werden sie dann auch relativ groß. Hyatt hat über 1000. Mit SLH haben sie dann so 1400, 500. Also ganz weit weg sind sie mit ihrem Discovery-Programm dann bei der GHA nicht. Also insofern spannende News und spannende Sachen. RKI hat sich nicht viel getan. Das ist ja immer die Abschlussmeldung der Woche. Da gibt es einige, die. Es gibt nur 2, die rausgeflogen sind. Ich habe es wieder vergessen, als wenn ich aufgeschrieben habe. Es tut mir leid. Sorry. Aber ansonsten ist da wirklich nichts passiert. Lasst wie immer die Kommentare unten, was ihr von der heutigen Folge gehalten habt, was die Nachricht für euch war und vor allem, was ihr vielleicht von haltet, dass NH zu GHA geht. Ich finde für mich persönlich als GHA. Ja, Hater würde ich jetzt nicht sagen, aber ich finde das Programm halt jetzt nicht wirklich so prickelnd. Hat das mir nicht wirklich was gebracht. Aber es ist mal eine Erweiterung und auch etwas, was in meinen Augen gut ist. Oder auch zur Flottenpolitik der Lufthansa, dass man wirklich die 777X haben möchte, dass man die 350-900er, die verbleibenden, auch eventuell in einer Dreiklassenbestuhlung macht, aber mit einer verkleinerten Business Class. Ist das für euch der richtige Weg? Glaubt ihr auch, dass das cool ist? Oder das Thema der letzten Woche, wo ich die meisten Nachrichten gekriegt habe, zu war wirklich die Curfew-Geschichte, dass man bei Flügen, die früh oder spät sind, da nicht wirklich ohne Strafandrohung ja nach Hause kommt. Weil ins Hotel könnt ihr ja auch nicht, wenn ihr touristisch fliegt. Also insofern, lasst mich wissen, was eure Meinung ist. Vergesst nicht jetzt, den Daumen hoch zu machen, den Daumen runter zu machen, aber auf jeden Fall den Subscribe-Button zu drücken und unten die Kommentare reinzuschreiben, damit ihr ja, mit mir in Kontakt treten könnt oder über die Shownotes, da habt ihr ja auch meine Socials, wie das so schön heißt. Danke, dass ihr bei der heutigen Ausgabe vom Frequent Traveler TV Weekend Update 18 dabei wart. Heute etwas kürzer, weil wir ja heute Morgen auch schon die Mai-Highlights aus den Lufthansa Miles & More Programm gepostet haben. Deshalb habe ich es etwas verkürzt, sind irgendwie knapp 15 Minuten. Also insofern sollte das für heute reichen. Danke, dass ihr dabei wart und ich freue mich auf eure Nachrichten. Bis dann. Ciao.